So, fehlende Lieferung als Quest bekommen. Die wollte ich auch noch unbedingt haben und die werde ich auch bald machen. Und Karte. Okay. Ja, und wir werden uns jetzt testweise nochmal hier nach oben begeben. Und halt mal wieder ein bisschen schwarzes Gebiet mitnehmen. Muss man ja nicht immer alles auf einen Schlag erkunden. Ich möchte nämlich nochmal in die Vampirhöhle. Ich glaube nämlich, dass ich jetzt das Ding beenden kann. Und den Vampir töten kann. So. Give it a try. Ich komme nicht an den Hebel ran, schade eigentlich. Ich hatte gehofft, dass ich mit Telekinese das machen konnte, aber allem Anschein nach nicht. Ich brauche doch schon besseres Schlösserknacken. Was habe ich denn derzeit? Eins. Ich muss Schlösserknacken, glaube ich, sowieso noch auf 4 skillen. Aber jetzt möchte ich erstmal, ich bin jetzt gerade so ruhig gewesen, das hat mich ja völlig verwirrt. Ich möchte jetzt erstmal nochmal bei dir vorbeigucken. Vielleicht hast du ja inzwischen mal wieder ein schönes Büchlein. Nein, hast du nicht. Das ist schade. Und dann gucken wir nochmal bei unserem Freund hier vorbei. Unserem Freund der Stärketränke. Der hat auch keine neuen Tränke. Aber ich kann an dich mal diese Schuhe abtreten. Nein. Lieber... Moment. Nein, ich will nicht den Brustpanzer nur. So. Wie viel hast du jetzt noch? 214. Naja, das reicht nicht. Okay. Ich wollte mal was gucken. Und zwar Rüstung. Was haben wir denn da Schönes? Stärke, Giftresistenz und Sicht. Intelligenz, Konstitution, Sicht und Wahrnehmung. Das ist deutlich besser. Gut, okay, ich verliere ein bisschen Stärke, aber... Who cares? Ich habe dafür ein deutlich besseres Amulett. Und du hast eh nicht genug Geld, um das zu bezahlen. Aber du vielleicht. Oh. Naja, 2000 reicht für das Amulett des Ruhms. Und das. Habe ich noch mehr? Ja, Ausdauertränke. Und das war's erstmal. Nee, reicht ja auch. So. Und wir gucken jetzt mal wieder. Das braucht 35. Das kann ich noch nicht tragen. Ich wollte noch den Frosch ablegen. Dann habe ich nämlich jetzt alle drei Verwandlungsgegenstände. Die restlichen kann ich verkaufen. Also die sind nicht zwingend. Die sind nur just for fun. Aber man kann damit schon ein bisschen Spaß haben. So, als nächstes gehen wir in die Zwergensiedlung. Ja. Ich glaube, ich sollte so langsam mal mit der Aufnahme Schluss machen, finde ich. Ich nehme jetzt schon wieder verdammt lange auf. So. Ben, da seid ihr ja wieder. Habt ihr das versprochene Bier mitgebracht? Mein Rachen ist so trocken wie die Achselhüllen eines Salamanders. Eine gute Flasche Bier, mein Freund. Wohl bekomm's. Ihr seid ein wahrer Segen der Götter. Prost, Kumpel Rips. Ich muss nun gehen. Gut, Ben, Bierbringen ist abgeschlossen. Was habe ich jetzt noch? Fehlende Lieferung, Schatzkarten. Kampf im Wirtshandler, Brief zustellen. Jo. So ziemlich das meiste kann ich immer noch nicht machen. Ich mache immer die ganzen Quests, die ich sofort machen kann, auch wirklich sofort. Also wundert euch nicht, wenn ich viele Quests noch ignoriere.
Ich werde jetzt noch. Was kann ich denn jetzt nochmal machen? Hier will ich noch nicht hin. Also hier will ich definitiv noch nicht hin. Da sind zwei Dinge, zwei, drei Dinge sogar, die ich echt noch nicht machen möchte in dieser Aufnahme. Das dauert mir zu lange jetzt. Ich könnte noch versuchen, kurz mal hier so ein bisschen bei der Zwergensiedlung noch ein bisschen was zu erkunden. Dann wäre das schon mal so ein bisschen angerissen. Theoretisch. Aber ich weiß nicht, auf Dauer wird das auch wieder langweilig. Ich mach Folgendes. Ich erkunde jetzt noch ein Plateau bei den Zwergen. Das hier oben. Und dann mache ich noch eine Quest und dann beende ich die Aufnahme. Ja. So. Dieses Plateau hier oben möchte ich bitte erkunden. Was haben wir da so Schönes? Söldner. Das gibt alles schon kaum noch EP. Spinnen erst recht nicht mehr großartig. So. Wenn übrigens mal bei Divinity, irgendwelche Frame-Einbrüche sein sollten, das liegt nicht an meinem PC, das liegt auch nicht an Fraps, das liegt eher daran, dass Divinity so gemacht ist, das ist noch recht altes Spiel, es hat noch manche Sprite-Limitation drinne und kann man nicht verhindern. Deswegen leckt es an mancher Stelle so ein ganz kleines bisschen. Durch meinen PC läuft es trotzdem noch sehr, sehr flüssig eigentlich. Also, ich hoffe, dass sich da keiner irgendwie beschweren möchte. Ich habe keinen Schlüssel für dieses Schloss. Ja. So. Schlüssel liegen hier auch nicht gerade rum, wa? So, dann werden wir Schlösser knacken probieren. Misslungen zweimal. Was soll's? Ich kann ja mal kurz auf der Karte markieren, dass da zwei Kisten sind. Aber ich glaube, das ist nicht mal so wichtig. Also es wird wahrscheinlich auch recht egal sein. Ja. Und hätte ich Bier gewollt, hätte ich auch hier hingehen können. Okay. Es ist das geheime Bierlager der Zwerge, was ich jetzt aber ehrlich gesagt gar keine Lust habe, das zu plündern, weil es eh kaum was wert und. Ja. Und es ist mir eigentlich recht egal. Ich kann bestimmt schon wieder schlafen. Jupp. Okay. Wunderprächtig. Dann wollen wir doch mal gucken. Was haben wir denn hier noch so? Das Plateau geht größer, als ich gedacht habe. Ist es vielleicht sogar ein ganzes Gebiet? Oh Mann. Oh Mann. Viele, viele Söldner. Viele, viele Söldner. Ich habe das Gefühl, das war ein bisschen sehr viel, was Söldner angeht. Wespe. Noch eine Wespe. Oh. Ganz schnell wegrennen. Ich habe eine Wespenkönigin oder sowas gesehen. Sowas ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es ist wieder so ein seltener Mob und demzufolge eventuell Elite. Okay, doch nicht so stark, wie ich erhofft habe, wie ich erwartet habe, aber naja, hat gut EP abgeworfen. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. So, was haben wir denn noch so Schönes hier? Na, wirst du wohl irgendwie. Okay. Hier ist großartig nichts, da unten sind Orks.
Und das sieht nach dem Rand der Plattform aus. Oder auch noch nicht. Hm. Plattform scheint doch größer zu sein, als ich erwartet habe. Oder es ist doch schon das Ding, was ich eventuell mir schon fast vorstellen kann. Ich hoffe es eigentlich noch nicht. Das sind Veredler, die kann man, glaube ich, nur mit Alchemie nutzen. Oder sowas ähnliches. Okay, gut, hier endet die Plattform. Dann war das wahrscheinlich da drunter. Also, ist das hier nicht das... Was ist denn hier? Hier geht's nochmal nach oben. Ein Stück. Ja. Aber sinnloserweise ist hier oben scheinbar nicht wirklich was. Dann gucken wir nochmal. Ich sehe da oben irgendwas Komisches mit Steinen oder so ein Scheiß. Ich muss das mir angucken. Was das war... Ach, das waren diese Fässer. Oh. Ich dachte schon, irgendwas Wichtiges. Ah, aber hier ist was Schönes. Hat sich doch mal der Besuch gelohnt? Bei dieser Plattform? Es lohnt sich eigentlich immer bei dieser Plattform ein Besuch. So. Okay. Dann wollen wir doch mal... Na, wirst du wohl den Stein wegräumen. Denn hier hinten ist ein Höhleneingang, der ein einzigartiges Schwert hat. Wieso speichere ich eigentlich vorher? Ich werde sowieso nicht ausnutzen, dass es verschiedene Werte haben kann. Und es ist die Klinge des Chaos. Eine, wenn man Nahkämpfer spielt, eine sehr, sehr starke Zweihandwaffe. Wenn man, sie ist recht leicht zu finden im Grunde. Deswegen würde ich euch als Nahkämpfer halt empfehlen, diese Waffe zu nehmen. Ich als Range, beziehungsweise als Caster brauche sie überhaupt nicht. Und werde sie halt demnächst verkaufen. Die ist aber immer dort drinne. Also das ist ein hundertprozentiges Ding, nur die Werte sind halt Zufall. So, dann habe ich... die Zwergenplateaus, glaube ich, jetzt inzwischen komplett erkundet. Jo. Siehst du, haben wir doch schnell noch was geschafft und ja, das Gebiet kommt halt noch irgendwann. So. Was haben wir denn da oben noch an Gebiet? Hm, viel ist es nicht. Könnte ich eigentlich schnell... ach, wisst ihr was, wenn ich schon mal dabei bin. Ich erkunde noch schnell das Gebiet da oben. Dann haben wir wenigstens schon so ein bisschen was hinter uns. Und ich habe noch ein bisschen mehr EP. Durch das ganze Töten der Gegner, die noch hier übrig sind. Hier ist dann übrigens auch schon Dead End, also hier geht es nicht weiter. Man kann nur von unten dran praktisch noch weiter rankommen. So. Und dann geht es auch hier schon in Richtung des anderen erkundeten Gebietes. Also viel ist es nun wirklich nicht, was wir hier noch erkunden können. Und ich wollte es halt machen, weil ich bin jetzt schon mal hier oben und habe gerade sowieso schon erkundet. Und ja, viel ist es wirklich nicht. Und man kommt halt nur von dieser Seite ran. Demzufolge lohnt es sich in allen Belangen. Das Haus werde ich mir auch gleich nochmal angucken. Ich weiß gerade nicht, welches Haus das war. Aber das werde ich bestimmt gleich herausfinden. Hier ist auch noch was. Noch eine Höhle? Ich kann mich an diese Höhle gerade nicht erinnern. Wir werden gleich hineinschauen. Die Höhlen sind ja meistens recht klein. So, das wäre auch erledigt. Dann hier oben nochmal. Da ist noch ein Söldner. Zum Glück machen die kaum Schaden. Und geben noch recht gut EP. So, das Haus ist auf jeden Fall Öffnung. Also kann es auf jeden Fall scheinbar öffnen. Es hat eine Tür. Es gibt auch Häuser ohne Tür, durch die man nur andersweitig reinkommt.
So, was haben wir denn in dem Haus? Die Tür ist auf jeden Fall verschlossen. Und ich sehe einen Platin-Schlüssel. Demzufolge, also unter einem Stein. Demzufolge wird das wahrscheinlich der Schlüssel für die Tür sein. Wir haben ein Manuskript. Liebe Julia, mein Herz steht in Flammen, aber meine Lippen sind versiegelt. Euer Gemahl wird niemals von unserem kleinen Geheimnis erfahren. Ich flehe euch an, kommt noch heute zu unserem süßen Liebesnest. Ich kann keinen weiteren Tag ertragen, an dem mir eure Umarmung versagt ist. Ich will für den Rest meines Lebens keine andere Frau außer euch eines Blickes würdigen. Ich habe nur noch Augen für euch. 1000 Küsse, Romeo. Ja, Romeo und Julia. Okay, eindeutig. Es ist ja wohl klar, auf was das eine Anspielung ist. Hoffe ich. So, und dann gucken wir uns noch die Höhle an. Ist jetzt eh dunkel geworden. Kann also nicht mehr so schlimm sein, weil Höhlen sind sowieso dunkel. Na, wirst du wohl... Danke. Ein Lich. Okay. Jetzt weiß ich auch wieder, welche Höhle das war. Da hätten wir eine königliche Kette. Einen gemorderten Körper mit dem Todesstoß. Hier gab es auch Waffen drin halt. Polymorph. Ja, mehr ist hier nicht drin. Es ist halt so eine kleine Secret-Höhle. Wenn man halt die Karte ein bisschen erkundet, findet man halt sowas. Wir haben Todesstoß bekommen. Auch eine recht schöne Waffe. Dann haben wir noch das Grim Claymore der Athletik gefunden. Das ist auch eine sehr schöne Waffe. Es sind alles drei Waffen, die für Milis mitunter sehr schön sein können. Und wir haben Polymorph gelernt, was eine coole CC-Fähigkeit ist. Also CC ist gleich Crowd Control. Gegner praktisch davon abhalten, irgendwas zu machen. So. Ja. Das Gebiet ist praktisch auch erkundet. Und jetzt kümmern wir uns noch um die Quest. Und dann ist aber echt mal Schicht im Schacht hier. Ich möchte nicht, dass diese Aufnahme zu lang wird, meine Festplatte voll wird und ich dann irgendwie den ganzen Scheiß nochmal machen kann. Besonders die verfluchte Abtei. Boah. Okay. So. Orks. Erfahrener Orkschütze. Ja, schön, wie du erfahren bist. Inzwischen bist du Matsch. Okay. Wir gucken weiter. Wir wollen dieser Straße hier folgen. Beziehungsweise so ganz nebenbei mal wieder unscheinbar Gegenden erkunden. Ohne, dass ihr es merkt. Und ohne, dass ich es euch erzählen würde. Also, ihr wisst natürlich nichts davon. Zwergensiedlung Nord. Innerhalb der Ortsgrenzen ist das Graben von Tunneln verboten. Interessant. Zwerge, die sich selbst verbieten, Tunnel zu graben. Gut. Wie es einem beliebt halt. Die Ork-Veteranen sind inzwischen auch kein Problem mehr. Haben schon ein recht hohes Level, wie mir scheint. Oh. Aber Riesenorks respektiere ich noch immer. Oh ja, und ich weiß auch, warum ich sie respektiere. Zum Glück kann man sie einfrieren. Gucken wir mal, wie viel das macht. Das dauert mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lange. So. Schön. Der Riesenork ist tot. Ich gehe nochmal pennen. Was ich nicht kann. Okay. Und dann gucken wir weiter hier runter. Wir haben mehr Orks. Und ich möchte diese Straße diesmal entlang gehen. Wenn ich mich recht entsinne, müsste das die richtige Straße sein. Obwohl, wenn ich mir das so recht betrachte, sieht es eher nach der falschen Straße aus. Doch, ist die richtige. Es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Wir sind bescheidene Obsthändler auf dem Weg zu Markus, dem Händler.
Er erwartet eine Lieferung von uns, aber wie ihr sehen könnt, ist unser Rad gebrochen und wir stecken hier fest. Joa, sehe ich. Kann ich euch Hilfe anbieten? Hört mich an, der Händler Markus Droben auf dem Marktplatz wird euch sicherlich mit Freude ein neues Rad aus seinem Lager geben, wenn er erfährt, dass deine Obstlieferung hier liegen geblieben ist. Sagt ihm, dass er die Kosten für das Rad von dem Preis abziehen kann, den wir für die Obstlieferung ausgehandelt hatten, wenn wir sicher an unser Ziel gelangen. Markus hat bereits vermutet, dass etwas passiert ist. Er hat mich geschickt, um nach euch zu suchen. Ha, Markus ist die tüchtigste Haut in ganz Riffelon. Einer der besten Kerle, mit denen ich je das Vergnügen hatte, Geschäfte zu machen. Wenn er erfährt, dass wir ein gebrochenes Rad haben, wird er uns mit Freuden helfen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gebt auf euch Acht, ich bin bald zurück.